alles, was hier ist, können die mir gar nichts. Finde ich, behalte ich. Und das mache ich jetzt auch. Zieh mir jetzt eine andere Schuhe an und dann suche ich ein bisschen. Er hat sich jetzt irgendwie entwickelt zu irgendeinem Mowgli, der rumhüpft wie Rumpelstilzchen. Ach, wie gut, dass niemand weiß. Hier gibt es jede Menge Scheiß. Was ist das denn? Was liegt da denn Geiles? Ist das eine Kanne? Was haben die damit gemacht? Das war niemals so. Das darfst du auch behalten. Junge! Ein Maßstab. No fucking way. Vielleicht was für XXL, Erik? Damit können wir bestimmt irgendein lustiges Spiel erfinden. Das ist nicht so langweilig. Yes! Hier! Das ist definitiv Cola. Ganz komisch, der Mann geworden. Ja, finde ich. Wie kommt ihr denn da drauf? Ach du Scheiße. Ah, deswegen. Hallo? Ja? Was machst du denn da? Wir suchen Daniele. Unter den Häusern nach Gegenständen, die wir gebrauchen können. Hat sich ja schon gelohnt. Aber das sind doch Spinnen und sonst was? Alter, stell dir vor, da wäre Schlange. Das ist gar nichts. Man muss auch ein bisschen was hinsehen. Sonst klappt's nicht. Good Luck Guys hat eine ganz große Sache. Und zwar diese Sache, dass es ja wirklich gar nichts gibt. Du musst dir ja wirklich von Anfang an alles selber erspielen. Guck dir das an! Guck dir das an! Man muss einfach mal suchen, die verarschen uns hier. Ich brech das jetzt auf, ist zwar kaputt, aber da ist auch noch Gas drin. Ich leg das da drüber. Ich hab Kammbürste gefunden für die Mädels, was ein absoluter Jackpot ist. Schau mal, da werden sich die Mädels freuen. Ah, krass. Heftig, ja. Da wurde anscheinend ein ganzer Koffer angespült. Und dann kam eben Umut. Boah! Ich glaub's nicht. Ich schwöre, es geht einfach. Warte. Ich schwöre, es geht einfach. Gib mir mal eine Sekunde. Drück da jetzt nicht 100-mal drauf, bevor es nicht mehr geht. Ich hab einmal Feuerzeug gefunden. Dann nicht nochmal drauf. Schau, wie viel Gas da drin ist. Da ist genug drin. Das Feuer war aber komplett demoliert. Das war komplett kaputt. Du konntest nicht klicken, kein gar nichts. Ich habe das dann auseinandergenommen und habe quasi nur noch den Feuersteinaufsatz reingesetzt, weil ich bin ja nicht doof. Ich kenne mich ja auch ein bisschen aus. Dann kann's ja jetzt endlich heißen, es gibt Reis, Baby. Ach ja, und Team Rosa hatte ja auch noch Erbsen gewonnen. Ohne Feuer kein Essen und kein Essen nur Stress. Und nur Stress, schlechte Laune. Schlechte Laune, nicht schlafen. Ja, sehr gut. Das Ding ist, das Kokos, das brennt. Das brennt, das ist das Einzige, das brennt. Pass auf! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja! 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 Oh mein Gott! Ja! Ich treff Mädchen! Ja! Mowgli macht Feuer. Und was macht King Louie? Also, wo auf einmal das Feuer anging, habe ich einfach nur gedacht, geil, endlich was anderes essen. Ja, dann mal her mit dem Dschungelkochbuch. Mach weiter. Wir brauchen irgendwas zum Wedeln. Das ist ja mal eine steile Karriere, vom König zum Laufburschen. Hier, was Gescheites, das ist doch nicht zum Wedeln. Warum, das ist doch zum Wedeln. Und dann noch zum Hofnarren. Das ist doch nicht zum Wedeln, was Gescheites. Das ist doch voll brennbar, oder? Braucht ihr noch Holz? Ja. Holz, ja. Pass auf, ja, ohne Sand. Hier ist noch Holz. Alter. Einfach so dran stellen. Wenn wir das alles so dran stellen, sollte das klappen. Ey, das habt ihr davor gemacht. Alter, Daniel, du hast voll einen Plan mit Feuer auch, Alter, oder? Da ist es. Ich wusste ja nicht, wann es erstickt. So! Und jetzt soll noch mal einer sagen, Survival ist nix! 4 Feuerzeuge gefunden, ein Maßband und sogar eine Gießkanne. Und auch selbst wenn man ein Feuerzeug hat, ist das nicht einfach. Ja, also dementsprechend größten Respekt an Umut und Daniele, haben sie hervorragend gemacht. Ja, nicht schlecht. Wann gibt's Essen? Achtung, geh mal weg. Pass aber auf. Perfekt. Und dann ist es jetzt gekommen. Oh mein Gott! Jawohl, Junge. Ich bin fertig, ich bin raus. Wie geil! Geil. Feuer, ich sag mal, gerade wir sind so verwöhnt, wir wissen es eigentlich gar nicht zu schätzen, aber wenn du hier
wirklich am Strand lebst, ohne nichts und dann Feuer hast, bedeutet das alles. Das bedeutet eine warme Mahlzeit. Und ich weiß es so krass zu schätzen, wenn ich wieder zurück nach Deutschland komme, wie viel wert eigentlich eine warme Mahlzeit ist. Amen. Immerhin hat Eriks Team Blau den Reis erspielt im ersten Pearl Game. Und in der Ankunftschallenge gab es ebenfalls Reis zu gewinnen. Da sicherte sich Team Gelb die größte Menge. Fairerweise haben die Adventurer zusammengelegt. Das Blueboard, es kocht. Es fängt an zu kochen. Oh mein Gott. Ich hätte nie gedacht, diesen Anblick einmal zu erleben. Wir haben so Hunger. Wir können auch nicht 3 Tage Obst essen, Leute. Das geht nicht. Dieses Kokosnuss drückt hier in meinem Po-Loch. Interessant. Sonst noch irgendwelche Beschwerden? Ihr hättet das Wasser kochen sollen, erstmal. Oh, doch einfach auch mal freuen. Fang nicht damit an. Nee, ich weiß nicht, wie lange wir gebraucht haben. Wir haben geackert wie, keine Ahnung was. Ich schwöre. Ist doch schön, dass wir was haben. Wenn man einen Beutel reinmacht, dann ja. Der Beutel kommt in kochendes Wasser. Soweit ich das weiß. So, Onkel Ben's Beutel kommt in kochendes Wasser. Aber ansonsten machst du eine Tasse Reis, 2 Tassen Wasser, kalt oder und dann kocht das. Oder jetzt jeder kocht seinen Reis anders. Das hier, der saugt gerade das Wasser auf, oder nicht? Genau, der saugt das gerade Wasser auf. Soll er ja auch. Das, nein. Oh mein Gott. Quellmethode oder Wassermethode? Nicht nur am Lost Beach eine Glaubensfrage. Das war ein bisschen komisch. Ich war super froh, als dann endlich dieser Reis so angefangen hat zu kochen. Falls du nicht Reis kochen kannst, bitte, ich bitte dich, lass es sein. Liliana kann's offenbar besser, macht es aber nicht. Oh mein Gott, steckt der gerade die Machete in das Reis rein? Ich bin sehr, sehr, sehr selektiv als Mensch. Ich mag Essen in einer gewissen Art gekocht werden, gewaschen werden. Welcome to the reality. Oh. Wisst ihr, was ich richtig toll fände, wenn wir es irgendwie schaffen, dass Lilly und ich vor der Challenge noch was essen. Ja. Es ist einfach so die fucking 4. Challenge, auf die wir ja heute gehen, ey. Ich fühle mich so gefickt. Und jetzt haben wir auch keine Böhne, ne? Nee, die haben sie gestern gegessen. Ja, ist das nicht gut? Die haben sie gestern aufgegessen. Ja. Schön hatten trocken. Wir nicht gestern aufgegessen, Flock hat die alleine gegessen. Hä? Gut, Team Rosa hatte die Erbsen auch im Pearl Game gewonnen. Wir hatten eine Dose Bohnen für uns alle im Camp und er hat die alleine gegessen. Getrunken. Ja, er hat sie alleine zu sich genommen. Moment mal, war das wirklich so? Umut, hast du Hunger? Ich hab übelst Hunger. Warte mal, aber wir von euren Erbsen? Das sind unsere. Digga, wir haben hier gespielt, sag ich dir ganz ehrlich, wir haben hier gespielt. Dafür haben wir 25 Kilo darüber getragen. Ja. Der meinte wortwörtlich, ja, ich hab's gewonnen, hab mich entschieden, das jetzt zu essen. Ja. Wow. Sorry, Mr. Winner. Hey, einfach ein anderer Geschmack. Das habe ich doch gesagt. Ein anderer Geschmack. Ich komme nicht klar, bei Gott, ich komme nicht klar. Ich kam dann dazu und hat er schon auch mir was gegeben. Von Bohnen? Ich okay, hab nicht das heißt, ihr beide habt das zusammen aufgegessen. Ja, ich bin da hingegangen, Schlock hat mich gewohnt. Man könnte meinen, Liliana bräuchte dringend mal was zu essen. Was geht so, ey? Was passiert hier? Warum stolz auf mich selbst? Dass ihr das auch gegessen habt? Ja, das war vom Vlog. Ich bin hingegangen, nee, ich hab ohne nachzudenken mir was gegessen. Das ist auch, ist das? Man aber kann auch sagen, dass wir glauben doch auch von uns. Der Reis ist auch von wir glauben doch dieses, der Reis. Allen, aber wir glauben doch in diesen Challenges, klauen wir doch die... Von einem Moment auf der andere geändert. In diesen Challenges klauen wir doch die Säcke auf für die Gruppe. Das haben wir ja vorher abgesprochen. Also mehr oder weniger. Und wild durcheinander. Leute, das ist nicht selbstverständlich, dass ihr da teilt. Hallo? Wir haben uns das verdient, also können wir es auch einfach für uns benutzen. Prinzipiell. Ist so. Eine Dose Bohnen und wir sind 11 und er isst die alleine. Für 11 Leute? Das tut so nur weh. Weil du einmal kurz 2 Kameras vor dein Gesicht hast. Ja, ich kann's voll verstehen. Überleg, bevor du was machst. Ich kann's voll verstehen, aber wir machen doch jetzt gerade den Reis. Kann ich verstehen, aber wieso gehst du weg? Ich rede doch gerade mit dir. Meiner Meinung nach finde ich das nicht schlimm, weil ich seit Tag 1, seitdem ich hier bin, so geisteskrank, seit Sekunde 1 richtig engagiert bin. Ich guck, dass wir Essen haben. Dann von der Seite so zu kommen und so, hey, warum hast du denn die Bohnen gegessen? Das habe ich halt nicht verstanden. Everyone is hungry. Everyone. Hätte der gewartet, hätten wir das jetzt nicht damit gekocht. Aber das kam ja jetzt gerade auch so rüber, wenn ich gar nicht teilen würde. Ich habe ja die Tage davor bin ich auch auf Kokosnüsse-Sammlung gegangen. Hier nicht Holz. Nicht ich habe ja die ganze Zeit für die Gruppe etwas getan. Es ist like a block up. Like really, wenn du schon mal so eine Aktion ziehst, ich will dich wirklich auch nicht meine Aufmerksamkeit schenken. Ich habe echt Hunger.
dann schenkt eure Aufmerksamkeit doch einfach mal dem Reis. Ist durch. Kann. Der Reis ist gut. Mamma Mia, zum ersten Mal seit 3 Tagen eine warme Mahlzeit. Das muss gefeiert werden. Das dieser Geruch, Alter. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal so über sowas freue. Das riecht so geil gerade. Boah. Und jeder bekommt seinen Anteil. Erik und Sabrina, Aaron, Jana Maria, Mowgli, Umut. All my friends are toxic. Oh, wo kommen die denn jetzt her? Hat jeder was bekommen? Zeig mal. Oha. Wir haben Hunger des Todes. Ja, und dann haben noch Reis gegessen. Völlig okay. Sollen die machen. Passt. Alter, die haben uns nicht mehr was aufgehoben. Natürlich nicht. Alter, was ist denn das für Scheiße? Ja, gib uns nichts zu essen. Kein Problem. Aber es ist nur noch peinlich, wie die sich verhalten. War das jetzt ein Versehen oder eine Retourkutsche? Stichwort Erbsen. Daniele, Sie haben ja noch unseren Reis. Sollen wir den jetzt auch gleich noch machen? Habt ihr auch noch Reis? Ja doch, wir sind vom Einzug. Let's go, Alter, wenn ihr machen wollt. Ja. Lass machen. Hey, wir machen noch eine Portion, oder? Ob Flocke diesmal mitessen darf? Der Flocke fragt, ob wir seinen Reis jetzt auch schon machen sollen, weil er hat auch noch. Wie? What? Er hat auch noch einen Sack. Warum hast du das dann nicht die ganze Zeit rausgebracht, dass wir gefragt haben? Was meinst du? Der Reis. Wir haben die doch gestern zusammengelegt. Ja. Wo war ich da? Du warst hier. Ich hab laut gefragt, dein Team. Mit Sabrina. Sabrina war doch da. Wir haben es alle besprochen. Ich hab doch noch hier. Ich sag, lass uns bitte dieses Platz verlassen. Ich will nicht mehr hier sein. Tell me again what his name is. Flocke. Genau, Flocke. Der mit den Erbsen. Erinnerst du dich? Der Flocke hat halt ein paar Aktionen gezogen, den ich als Mensch nicht richtig finde. Euren Erbsen? Das sind unsere. Digga, wir haben hier gespielt. Sag ich dir ganz ehrlich, wir haben hier gespielt. Du bist jetzt kein Reis. Absolut nicht. Guck mal. Lady, das ist ein bisschen Faser aus der Natur. Das ist nicht. Ich weiß, was das ist. Du das ja, aber du musst essen. Nee, ich will nicht. Du isst jetzt. Lilly, bitte, bitte fang jetzt nicht an. Mit euch. Ich möchte, dass du Reis isst. Nein, ich will. Warum? Doch nicht. Because I don't want to. I don't really need to give an excuse, oder nicht? Wenn ich nicht will, dann will ich doch nicht. Wenn wir im 3. Tag ohne Essen sind und du auch meine Teampartner bist, ich auch will, dass es dir gut geht, also unabhängig von den gut. Spielen, dann will ich schon, dass du mir eine Excuse gibst. Mir warum geht's aber nicht gut. Sehe ich so aus, als ob mir nicht gut geht oder was? Naja, also. Ist mal du. Schmeckt? Ja. Ist gut. Ja.